Hallo und herzlich willkommen zur parapsychologischen Vorlesung Teil 6, wo wir uns mit den theoretischen Grundlagen befassen. Und wir sind jetzt beim zweiten Video zu den physikalischen Grundlagen angelangt. Ich habe das ja in zwei Teilen gemacht, weil es sonst zu viel geworden wäre. Das werdet ihr sehen. Der Teil hier sind fast 30 Folien und über 30 Folien versuche ich möglichst nicht zu kommen, weil mit Reden etc. pp. Kommt man dann auf 30 bis 50 Minuten, zumindest in meinem Sprachtempo und Menge. Und da das recht komplexe Themen sind, wollte ich das jetzt nicht unbedingt lang machen. Ja, ihr seht, die letzten Themen waren vielleicht nicht ganz so einfach. Jetzt wird es nochmal einen ganzen Ticken, ja, ich sag mal, wissenschaftlich abstrakter und komplizierter. Auch wenn das Inhaltsverzeichnis überaus, ja, ich sag mal, übersichtlich ist. Das sind nämlich zuerst die Inertialsysteme, um die wir uns kümmern, dann das Bezugssystem und last but not least die Ruheenergie und die damit zusammenhängenden physikalischen Zustände. Wenn man allerdings bei den Themen ins Detail geht, wird es ein bisschen komplexer und daher brauchen wir da heute auch ein bisschen mehr Zeit. Fangen wir natürlich bei den Inertialsystemen an. Ja, der Begriff einmal kommt erstmal vom lateinischen Wort inertia, was so viel wie Trägheit bedeutet und ja, das ist auch ganz gut gewählt, denn im Prinzip ist das die praktische Umsetzung des Trägheitsgesetzes, also des ersten Newtonschen Gesetzes, was wir in der vorigen Vorlesung hatten. Erinnert euch, er hat gesagt, im Prinzip sind alle Objekte träge, das heißt in Ruhe oder in ihrer geradlinigen Bewegung, bis eine Kraft auf sie einwirkt. Und das Inertialsystem baut halt darauf auf. Und was in der Wissenschaft eher selten gemacht wird und eigentlich auch nicht zum wissenschaftlichen Kanon gehört, aber gerade in der Parapsychologie wirklich sehr wichtig ist, ist Inertialsysteme zu differenzieren, weil dadurch, dass wir auch komplexe Themen haben, wie die Dimensionsthese mit Quantenphysik und so weiter, da wird es dann wichtig, dass man das nicht verallgemeinert und sagt, es gibt Inertialsysteme und alles, was keins ist, ist keins, sondern dass wir uns das genau anschauen, über was wir reden. Und das sollte man im Hinterkopf haben. Erst einmal ein originäres Inertialsystem. Das ist ein System und damit immer ein definierter Raum, das nach außen hin abgeschlossen ist und nicht von äußeren Einflüssen oder Kräften beeinflusst wird. Das bedeutet, man unterstellt, nur die inneren Kräfte wirken untereinander. Problem ist, sowas kommt so gut wie nie vor und dient hauptsächlich als Modellbetrachtung. Selbst im Weltall wird es schwer, weil ein Inertialsystem, was zeitlich begrenzt ist, ist kein Problem. Unterstellen wir aber ein Inertialsystem, das in die Unendlichkeit geht, dann wird das unmöglich, weil irgendwie kommt es doch halt mal, dass von außen eine Kraft einwirkt. Bleiben wir auch bei dem Beispiel, nehmen wir die Raumstation im Weltall außerhalb eines Orbits. Dies im Prinzip in sich betrachtet ein Inertialsystem. Sie ist ein abgeschlossener Raum nach außen, das muss auch sein, ansonsten hätten denn alle, die da drin sind, ein Riesenproblem. Und es wirken an sich nur die Kräfte, die innen drin sind. Also von außen ist nichts, das ist keine Gravitation, die sie beeinflusst und sonst was. Das haben wir halt hier auf der Erde nicht. Auf der Erde können wir kein echtes Inertialsystem haben, zumindest nicht dauerhaft, weil durch Rotation, durch Erdanziehungskraft, durch magnetische Fluktuation im Erdkern und so weiter und so weiter. Das sind alles ganz viele Dinge, die hier passieren und die wir nicht ausschließen können. Aber bei der Raumstation ist das zumindest für eine definierte Zeit möglich. Wie gerade gesagt, sie ist im Orbit und damit wirken keine äußeren Kräfte und damit ist es originäres Inertialsystem. Wandeln wir das aber noch ein bisschen ab und sagen, da haben wir einen Asteroiden nicht beachtet, denn seine Umlaufbahn, oder besser gesagt seine Flugbahn, Umlaufbahn ist sehr unwahrscheinlich, wird die Raumstation irgendwann treffen, weil wir jetzt erst entdeckt haben, wir können das nicht mehr ändern. Es passiert also, der fliegt, trifft unsere Raumstation und was heißt das für unser Inertialsystem? Nun ja, das bedeutet, in dem Moment ist sie kein Inertialsystem mehr, weil eine Kraft von außen das Innere des Systems beeinflusst hat. Also je nachdem, wie groß und schnell der ist und wie der Aufprallwinkel ist und so weiter, können die verschiedensten Dinge passieren. Es kann zu Hüllenschäden kommen, innen drinne kann es zu, ja ich sag mal, Einbrüchen kommen, es kann Risse auftreten, wo Vakuum ist, es kann die Raumstation komplett zerschmettern, damit ist das Inertialsystem definitiv natürlich auch kaputt. Es kann auch sein, dass er
Natürlich durch den Aufprall und wegen der Trägheit der Raumstation siehst du ja da auch selbst in Ruhe oder besser gesagt im Orbit in einer konstanten Bewegung meistens. Durch das Auftreffen kann es sein, dass sie aus dem Orbit geschleudert wird oder vielleicht, was eventuell schlimmer ist, je nachdem, sogar innerhalb des Orbits wieder reingedrückt wird, dass die Gravitation der Erde sich stärker fasst und wieder auf die Erde gezogen wird. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass irgendein Schaden passiert, der dazu führt, dass es kein Inertialsystem mehr ist. Da originäre Inertialsysteme selten sind, da viele Formen von Energie durch abgeschottete Systeme dringen, Gravitation zum Beispiel wirkt auch in einem geschlossenen Raum auf einem Planeten, wir haben das Erdmagnetfeld, das nicht immer auszuschließen ist. Klar, man kann natürlich einen Faradayschen Käfig etc. verwenden, damit kriegt man das abgeschlossen, aber es sind sehr viele Kräfte, die halt von außen auf ein System wirken, wo wir eigentlich das gar nicht wollen. Und daher ist es gerade in der Parapsychologie wirklich sehr wichtig, dass wir unterscheiden und sagen, originäre Inertialsysteme haben wir eigentlich so gut wie gar nicht. Wir müssen uns auf den Begriff des derivativen Inertialsystems einigen. Und wenn wir Inertialsystem sagen, und das meinen auch die Physiker in der Regel, dann meinen die eigentlich immer ein derivatives. Also ein Physiker, zumindest wenn er auf der Erde ist, geht davon immer aus, wenn er Inertialsystem sagt, dass er ein derivatives meint und nie ein originäres. Das muss einem ganz klar sein und auch wir in der Parapsychologie, wenn wir sagen, wir betrachten den Raum erst einmal als Inertialsystem und schauen, welche Kräfte wirken in diesen oder wenn keine Kraft in drin wirkt, aber wir trotzdem einen Energiefluss haben etc., von wo außerhalb des Systems kam die Energie? Und wir meinen natürlich deswegen auch in der Regel immer ein derivatives Inertialsystem. Das ist auch im Prinzip gar nicht so schlimm, wie das jetzt erstmal klingt. Das ist natürlich an der originären Definition vorbei, die der Newton gemacht hat. Aber es ist eine sehr praktische und sinnvolle Annäherung an die Realität, bei der gewisse äußere Einflüsse toleriert werden. Da sie entweder die Betrachtung des Ergebnisses nicht ändern, da wird es nochmal ein Stückchen komplizierter, das ist dann ein kohärentes derivatives Inertialsystem, oder nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf das System ausüben, das ist dann ein toleriertes derivatives Inertialsystem. Heutzutage wird man wahrscheinlich das abkürzen, KDI und TDI, aber ganz ehrlich, Abkürzungen sind der Wissenschaft irgendwann tot, weil es gibt haufenweise Varianten. Okay, schauen wir uns das ein bisschen im Detail an. Fangen wir mal an mit den tolerierten derivativen Inertialsystemen. Ich denke, das ist ein bisschen einfacher, weil wir das aus der Praxis natürlich auch gut kennen, und zwar das Reisen auf der Erde. Die Erde selbst ist kein originäres Inertialsystem. Beweisen wir das mal ganz simpel. Wird ein Stein auf 1 Meter über den Erdboden angehoben und dann lassen wir den los, dann fällt er nach unten. Das ist für uns wenig überraschend, aber das ist in der Physik, sage ich mal, aus Sicht eines Inertialsystems unüblich. Denn hier wirkt bereits eine Kraft auf ihn, die Erdanziehungskraft. Und ja, er wurde halt nicht von allein aus seinem Zustand entfernt und deswegen ist es streng genommen kein Inertialsystem. Es sei denn natürlich, wir untersuchen die Gravitation und sagen, die ist die Wirkung, dann ist das eine innere Kraft. Das ist halt so ein bisschen eine Definitionssache. Aber wenn wir eigentlich nur sagen wollen, wir wollen bloß die Kraft betrachten, mit denen der Stein gehoben wird, dann ist das für das Inertialsystem theoretisch tödlich, weil halt nach Newtonschen Gesetzen dann in seiner Ruhe, also in der Position, in der wir 1 Meter Höhe bleiben müsste. Zweites Beispiel: Wird eine Kamera Richtung Nachthimmel ausgerichtet, dann ändert sich über die Nacht das Himmelsbild. Das heißt, irgendeine Kraft muss die Erde bewegt haben oder die Kamera, in dem Fall natürlich die Erde, und das ist die Erdrotation und die Umlaufbahn. Und das ist halt die Sache, das ist natürlich der Beweis. Und wenn wir die Kamera halt nicht anpassen, indem wir zum Beispiel einen Kopf haben, der sich natürlich immer daran ausrichtet, dann werden wir halt einen bewegten Nachthimmel sehen. Klar, auch die Sterne und Galaxien rotieren und bewegen sich, aber verhältnismäßig vom Standpunkt aus ist das irrelevant. Die Hauptursache ist die Erdrotation. Beim Reisen können wir das auch ein bisschen anders sehen. Reist eine Person von A nach B, ohne die Erde zu verlassen, dann ist diese ein toleriertes derivatives Inertialsystem. Da die Schwerkraft überall fast identisch ist und die Rotation nicht kompensiert werden muss und daher vernachlässigbar ist, anders ausgedrückt.
selbst wenn wir reisen, hier in dem Fall, sag mal, von, ja, wo ist das? Ich habe dir jetzt mal relativ wild reingesetzt. Es könnte schon Asien sein, würde ich mal sagen, ne? Von Asien nach, ja, was ist das? Südeuropa? Nee, ne? Naja, auf jeden Fall irgendwo südlich von Europa zumindest. Dann bewegen wir uns oder die Person erst einmal entgegen der Erdrotation. Also die Erde dreht sich gegen den Uhrzeigersinn und wir haben uns dann sozusagen im Uhrzeigersinn bewegt. So, jetzt haben wir aber nicht das Problem, oh mein Gott, ist diese Rotation denn jetzt ein Problem? Habe ich denn weniger Strecke zurückgelegt, als wenn ich mich andersrum bewegt hätte? Natürlich nicht, weil wir sind Teil des Inertialsystems. Und wir rotieren automatisch mit diesen mit, auch wenn wir das gar nicht merken. Und damit bewegen wir uns zwar entgegen der Drehung, aber alles darauf dreht sich halt mit und auch wir, während wir uns bewegen, das heißt, unser Start und unser Zielpunkt entfernen sich gleichzeitig in der gleichen Geschwindigkeit und somit bleibt die Gesamtstrecke identisch, unabhängig, wie schnell die Erde rotiert. Das bedeutet, für den Reisenden bewegt sich die Erde faktisch nicht. Und die Erdrotation hat für das Szenario folglich keine Auswirkung und ist vernachlässigbar. Und daher ist das kein originäres Inertialsystem, ist uns aber auch relativ egal, denn es ist ein toleriertes, derivatives Inertialsystem. In dieser Betrachtung verhält es sich halt so, weil wir Rotation und Gravitation ignorieren können für diese Betrachtung. Und damit spielt es keine Rolle, was für ein Inertialsystem das ist. Es verhält sich wie eins in dem Moment. Machen wir ein anderes Beispiel, und zwar für das kohärente derivative Inertialsystem. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich versuche es euch auch zu erklären. Und zwar gehen wir mal in einen Stuntfilm. Denke ich sehr beliebt, was man immer sieht. Irgendwelche Helden springen von fahrenden Fahrzeugen auf ein anderes fahrendes Fahrzeug. Oder hier in meinem Fall, einfach weil ich es besser darstellen kann, von einem fahrenden Zug in einen anderen, beziehungsweise erstmal nicht. Und sagen wir einfach 100 Kilometer pro Stunde, damit wir uns vorstellen können, wie schnell das eigentlich ist. Und ziemlich klar wird, dass es ein Problem ist. In der ersten Variante springt unser Held vom Bahnsteig aus in den fahrenden Zug. Man stellt sich das so vor, wie so ein alter Zug, wie man so aus alten Western oder so, ja, ich sag mal, Gegenden kennt, die nicht modernisiert sind, wo einfach so ein Güterzug ist, wo die Türen offen stehen. Kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, aber aus dem Film kennt es wahrscheinlich jeder. Dann gilt erstmal, Zug A und der Bahnsteig sind jeweils kohärente derivative Inertialsysteme für sich selbst. Das sind also zwei getrennte kohärente derivative Inertialsysteme. Das ist für unseren Helden ein Problem, denn leider leidet er daran, dass er an der Physik gebunden ist, außer vielleicht, wenn er im Film ist. Springt nun unser Held von dem ruhenden Bahnsteig aus in den bewegten Zug A, so ist diese Person auch erst einmal ruhend und muss die Trägheit überwinden und die Geschwindigkeit des Zuges wird auf sie wirken, da sie von ihrem ruhenden auf das bewegte Inertialsystem gewechselt hat. Das heißt, da der Held sich parallel zum Zug nicht bewegt, sondern er springt in die Richtung, der Bahnsteig unbewegt ist, bewegt er sich nur auf den Zug zu, aber der Zug bewegt sich um 90 Grad in meinem Beispiel hier versetzt nach Süden oder nach unten, wie auch immer wir das jetzt betrachten möchten. Und das heißt, in dem Moment ist es für ihn nicht nur schwer, die Tür zu treffen, weil er berechnen muss, ja, wie lange dauert sozusagen mein Sprung, damit ich da reinkomme, sondern wenn er dann irgendwann das Inertialsystem Zug betritt, idealerweise er schafft es reinzuspringen und landet dort, dann ist er immer noch mit der Trägheit des Bahnsteiges belastet. Erst sobald er Kontakt mit dem Zug aufnimmt, wechselt er in das Inertialsystem Zug und die Trägheit wirkt auf ihn. Er wird also spontan auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigt. Und das ist eine immense Kraft, die dann auf den Kollegen wirkt. Das wird ihn jetzt nicht töten. Es sei denn, er verschätzt sich beim Sprung und springt gegen den Zug, dann wird das wahrscheinlich tödlich ausgehen. Aber falls er schafft reinzuspringen, dann wird er spontan mit auf 100 km/h beschleunigt, weil er auf einmal Teil des Systems wird. Das heißt, er ist erstmal aus Sicht des Zuges eine von außen wirkende Einflusskraft und zerstört das Inertialsystem in dem Moment für einen kurzen Moment, bis er selbst mitbeschleunigt wird. In unserer zweiten Variante machen wir es anders. Und zwar, unser Held befindet sich in einem Zug und will in einen anderen springen. Nennen wir sie Zug A und B, weil das so unglaublich einfach ist. Wir unterstellen jetzt mal ideale Bedingungen, das heißt, beide fahren die gleiche Richtung, die Bahnstrecken sind ideal zueinander gelegt und wie auch immer die Züge es schaffen, sie fahren beide mit 100 km pro Stunde.
Idealerweise sind sie sogar gekoppelt, dann ist es perfekt. Problem, wenn sie gekoppelt sind, wären sie zu einem Inertialsystem. Aber wir wollen ja gerne zwei getrennt haben, also müssen wir sagen, sie sind nicht gekoppelt, aber sie bewegen sich so, als wären sie es. Gut. Nach wie vor haben wir dasselbe. Wir haben hier zwei getrennte, kohärente, derivative Inertialsysteme. Springt nun unser Held vom bewegten Zug B in den gleichschnell bewegten Zug A, muss er die Trägheit nicht überwinden, da die Inertialsysteme faktisch identisch sind und wie ein Einzelnes wirken. Das heißt, in dem Moment ist der Unterschied folgender. Der Held springt mit irgendeiner Geschwindigkeit, also in Variante A, vom Bahnsteig in den Zug und hat selbst eine Beschleunigung nach Süden von 0 km pro Stunde, landet im Zug und wird auf 100 km pro Stunde beschleunigt, was erstmal sehr schnell kompensiert werden muss, weil das passiert im Bruchteil von einer Sekunde. In dieser Variante springt unser Held zwar auch in den Zug, aber er selbst bewegt sich bereits mit 100 km pro Stunde, genau wie sein Zug, Richtung Süden. Und auch während er springt, ist er noch Teil des Inertialsystems in dem Moment und behält seine Beschleunigung bei. Das heißt, nicht weil er jetzt aus dem Zug rausspringt, wird er auf einmal verlangsamt, also ein bisschen schon durch den Luftwiderstand, aber das ist vernachlässigbar. Und er landet dann im Zug A und hat ungefähr die gleiche Geschwindigkeit und wird bei der Landung kein Problem haben. Und auch das Treffen wird deutlich einfacher sein, weil wenn die sich wirklich parallel bewegen, muss er wirklich nur gerade springen und nicht überlegen, ja, wie viel eher muss ich losspringen. Was natürlich für ihn eine ganz praktische Sache und eine deutlich einfachere Situation ist. Ist auch gut so, dass es nicht so ist. Stellt euch mal Folgendes vor. Nehmen wir mal an, ihr habt einen Zug und da ist ein Fenster offen und ihr steckt die Hand raus. Dann merkt ihr zwar den Luftwiderstand, aber es ist nicht so, dass wenn ihr jetzt ein ICE mit plus 100 km/h seid, auf einmal, sobald ihr die Hand durchs Fenster rausstreckt, diese träge wird und ihr, ja, sagen wir mal, das Inertialsystem Luft mit 0 km/h bewegt und damit 100 km pro Stunde gegen den Fensterrahmen geschleudert wird, dann würdet ihr euch mit Sicherheit was brechen. Das ist Gott sei Dank nicht so, weil ihr halt zusammen mit dem Zug ein Inertialsystem bildet. Die Konklusion daraus. In beiden Varianten wirken zwar Schwerkraft und Erdrotation, ändern jedoch überhaupt nicht das Ergebnis, da es sich hier um die Geschwindigkeit zweier zueinander betrachteter Systeme handelt, die von diesen nicht maßgeblich beeinflusst werden. Das heißt, auch wenn das kein originäres Inertialsystem ist, sondern hier zwei kohärente Derivativ-Inertialsysteme, ist die Betrachtung so, als würde es sich um echte originäre Inertialsysteme handeln. Das macht die Sache natürlich einfacher. So, warum brauchen wir das in der Parapsychologie? Mal davon abgesehen, dass das, wenn man wissenschaftlich arbeitet, immer ganz gut ist, ein bisschen Hintergrundwissen zu haben. Aber die Sache ist halt die, wir arbeiten prinzipiell in derivativen Inertialsystemen. Und daher sollten wir wissen, wie die funktionieren. Denn jeder Untersuchungsort ist erstmal grundsätzlich ein derivatives Inertialsystem. Er kann kein originäres sein, weil wir arbeiten nicht im luftleeren Raum, sondern auf der Erde. Aber es ist ein derivatives. Bei Geschehnissen muss daher überprüft werden, ob eine Beeinflussung von außen stattfand oder Energie innerhalb des Ortes als des Systems die Ursache ist. Also die Frage, wenn wir jetzt etwas aufzeichnen, ist vielleicht draußen Straße und von daher ein Geräusch oder laufen Spaziergänger vorbei oder drückt der Wind von außen in das System Spukort in Anführungszeichen und bewegt vielleicht eine Tür oder sowas. Oder aber können wir das ausschließen und sagen, oh okay, innerhalb unseres Systems, es wurde nicht von außen beeinflusst, muss irgendeine Energie gewirkt haben. Wo kam die her? Wo ging die hin? Wie wurde welche Energie in was umgewandelt? Das macht die Sache sehr spannend. Denn sind äußere Einflüsse auszuschließen, so muss das System ja selbst eine Energie wirken. Und die können wir dokumentieren, erforschen und messen. Und wenn die Ursache nicht mit den geltenden Naturgesetzen gefunden werden kann, dann ist es das, was man landläufig als Spuk bezeichnet. Und da liegen höchstwahrscheinlich dann Naturgesetze zugrunde, die wir so in der Form entweder noch nicht kennen oder noch nicht verstanden haben, wie wir sie richtig anzuwenden haben. Durchaus möglich, dass halt wirklich gewisse Materialien Energiespeicher sind, wie es die Energiethese sagt, dass sie sich mit Energie aufladen, die wird wieder abgegeben in Form von Spuk und dann hat es wieder einen Nullzustand, dann wird es wie eine Batterie wieder geladen, dann geht es wieder von vorne los. Oder aber, dass wir sagen, hier in dem Ort ist keine Energie gespeichert oder es passiert so viel, das kann unmöglich von dem Ort selber gespeichert sein.
Aber wir haben keine andere Energiequelle. Wo kommt sie her? Vielleicht von einem anderen, nicht messbaren Bereich, der nicht außerhalb des uns definierten Inertialsystems ist, also kein äußeres System ist, sondern vielleicht innerhalb des Inertialsystems liegt, aber für uns räumlich nicht greifbar ist. Simpel gesprochen, andere Dimensionen. Das ist spannend. Aber dazu, wie gesagt, bei den Spukthesen dann genauer, diese Sachen verdienen definitiv jeweils alle ein eigenes Video und möchte ich hier nicht mit zwei, drei Folien abhandeln. Für unseren Background mag das genügen, aber für das, was wo wir dann intensiv drin forschen, das möchte ich euch nicht so kurz abbilden. Das soll jetzt nur mal Vorgeschmack sein und euch zeigen, wie der Praxisbezug ist. Jo, das Inertialsystem haben wir verlassen. Jetzt kommen wir zum Bezugssystem. Wieder so ein Begriff. Naja, Bezugssystem ist erstmal ein definiertes raumzeitliches Gebilde. Okay, Raum- und Zeitgebilde, wissen wir von Einstein. Wir haben die vier Dimensionen, drei räumliche plus die Zeit. Das einen Bezugspunkt hat, von dem aus Richtung und Zeit definiert werden, um für den Betrachter eine Orientierung und Ausrichtung zu ermöglichen. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber ein Bezugssystem ist von der Grundidee unglaublich simpel. Ich mache euch das mal an einem Beispiel klar. Und zwar das Standardbezugssystem. Das hat keinen Namen, weil das hat sich, während wir uns entwickelt haben, einfach so etabliert. Das gilt seit höchstwahrscheinlich, sagt man, ungefähr 10.000 vor Christus. Ich möchte dazu eine kurze Exkursion machen, verbal allerdings nur. Man hat einen Tempel gefunden, der ist etwa rund 12.000 Jahre alt. Damit kommt man halt 10.000 vor Christus. Ist schon ein bisschen länger her, waren die 1990er Jahre gewesen. Und ein kühner Forscher hat gesagt, und eigentlich muss ich gestehen, unterstütze ich diese These, auch wenn die Mehrheit dagegen ist und sich deswegen nicht etabliert hat, gesagt, dieser Tempel ist das erste vom Menschen in Zusammenarbeit geschaffene Monument, wo Menschen wirklich über einen langen Zeitraum zusammengearbeitet haben. Und er hat gesagt, okay, das sollten wir als Startpunkt der kulturellen Moderne definieren. Ab hier war der Mensch wirklich nicht mehr primitiv, sondern hat gelernt, ja, als großes Organismus, sage ich mal, als soziales System zu arbeiten und hat vorgeschlagen, dass das unser Jahr Null sein sollte, weil ab da auch die Entwicklung deutlich schneller voranging. Ansonsten war es immer nur so häppchenweise. Und hat dann ganz einfach vorgeschlagen, warum sagen wir, wir haben nicht jetzt das Jahr 2023, sondern 12.023. Warum zählen wir ab Jesus, mal davon abgesehen, dass es da eine kleine rechnerische Problematik gibt, weil Jesus halt nicht im Jahr Null geboren ist von unserer Zeitrechnung aus, aber sei es drum, das ist nur ein Rand. Gesagt, warum sagen wir nicht das? Warum haben wir einen religiösen Bezug zu einer Religion, die ja nicht die einzige auf der Welt ist? Warum nehmen wir nicht diesen Tempel, was wirklich für alle gleich war? Aber das fanden ein paar gut, mehrere fanden es schlecht, viele fanden es zu aufwendig, also hat man es so gelassen. Wie gesagt, das war jetzt ein kleiner Ausflug, aber seit da spätestens, wahrscheinlich schon eher, gilt das Standardbezugssystem, das keinen Namen hat, weil es einfach für unseren normalen Alltag so ist, wie wir uns halt orientieren. So haben wir das gelernt. Viele äußere Einflüsse, die wir nicht bemerken, weil wir Teil von Inertialsystemen sind, wie wir sind Teil der Erde, also drehen wir uns halt mit ihr, ist halt so, sind für unser normales Bezugssystem absolut irrelevant, weil sie halt für uns alle gelten. Deswegen mal hier das Beispiel rechts, die Kollegen am Strand. Die, oder wie wir alle, brauchen eigentlich nur sechs grobe Richtungsangaben, um uns wirklich zu orientieren. Wenn wir uns unterhalten, können wir jemanden uns so erklären. Oben, unten, rechts, links, hinten, vorn. Damit haben wir, was auch Sinn ergibt, wir leben ja in, muss ich korrigieren, in nicht einem dreiräumigen, sondern einem vierzeiträumigen System, wobei wir die Zeit nicht als Raum definieren, sondern deswegen nur drei Raumgrößen haben im Koordinatensystem x, y, z. Und auf jeder dieser Achsen können wir uns jeweils in zwei Richtungen bewegen. Und jetzt ist die Rechnung einfach. Drei Achsenausbreitung mit zwei Richtungen jeweils macht sechs Angaben, die wir benötigen, um uns genau zu beschreiben, wo wir in diesem System sind. Und das sind halt oben, unten, rechts, links, hinten, vorn. Klar kann man es noch genauer machen mit diversen Gradangaben, aber im Prinzip kommt es auf dasselbe heraus. Und damit haben wir uns super orientieren können immer. Und für die Erde reicht das auch massiv aus. Problem ist natürlich, dass die Erde oder auch jeder andere Planet aus Sicht der Bewohner
da klappt das nicht. Für euch und für mich mag das klar sein, wenn ich sage unten, dann meine ich da, wo meine Füße sind. Oder wenn wir jemanden den Weg erklären und sagen, fahren Sie noch 100 Meter nach vorn, dann ist dem klar, okay, 100 Meter in meine Blickrichtung und nicht woanders lang. Warum? Weil es einfach in unserer geografischen Ausrichtung super passt. Auf größeren Skalen aber hat unser Standortbezugssystem leider keinen Nutzen mehr. Bleiben wir mal auf der Erde. Unten ist für uns allgemein immer ein Begriff, der korrekt meint, die Richtung Richtung Erdmitte, und oben ist immer entgegen der Erdmitte Richtung Himmel. Ich denke, da sind wir uns einig. Wenn ich jetzt zu euch sagen würde, guck mal nach oben, dann werdet ihr Richtung Himmel gucken, beziehungsweise ihr seid gerade im Raum wahrscheinlich Richtung Decke. Das ist klar. Für die Kommunikation für uns reicht das. Aber würde jedoch jeweils eine Person A auf der Nordhalbkugel und eine Person B auf der Südhalbkugel eine Rakete aus ihrer eigenen Sicht nach oben schießen und das der anderen Person erzählen, so würden sie zwar beide verstehen, A Richtung Himmel, aber auf planetarer Sicht bewegen sich beide Raketen in entgegengesetzte Richtungen. Das ist natürlich ein Problem für die reine Kommunikation. Ich meine, in diesem Beispiel wird es in der Praxis keine Auswirkung haben, weil auch der oben weiß, wenn der unten sagt, nach oben, sozusagen, dass er sich natürlich jetzt aus seiner Sicht nach unten bewegen wird, wenn er drüber nachdenkt, wenn zumindest wenn ihm klar ist, wo die beiden sich befinden. Ist aber, wie gesagt, aus Sicht des Weltalls gar nicht so einfach. Denn würden beide Personen die Abschüsse aus dem Weltall betrachten, so würden beide Personen sagen, Rakete A bewegt sich nach oben und Rakete B nach unten. Warum? Naja, weil wir einfach festgelegt haben, dass die Nordhalbkugel oben und die Südhalbkugel unten ist. Das ist kein Naturgesetz oder irgendwie vorgeschrieben und hat auch nichts mit der planetaren Ausrichtung des Systems im Weltraum zu suchen. Im Weltraum ist sowieso das echt brutal, werden wir gleich sehen. Würde ein Alien mit einem UFO ankommen und würde sozusagen die Kuppel des UFOs, ich stelle es mir jetzt einfach mal vor, wirklich wie so eine fliegende Untertassenklassik, die Kuppel nicht Richtung Nordpol, sondern Richtung Südpol zeigen, dann wären die Aliens geneigt, oben und unten, falls sie diese Begriffe denn verwenden und adäquat wie wir verwenden, genau entgegenzuwenden. Da wäre halt B auf ihrer Sicht nach oben unterwegs und A nach unten. Aus Sichten eines Astronauten machen die Angaben oben, unten, rechts, links, hinten und vorn zur Beschreibung von Himmelsobjekten keinen Sinn, denn sie sind einfach nicht ausreichend. Im Weltraum gibt es kein oben und kein unten. Klar, würde er in der Raumstation oben meinen, wo sein Kopf ist, aber nehmen wir mal ein Beispiel an, ein schwereloser Raum, die bewegen sich alle auf dem Kopf, oder die Weltraumstation dreht sich unmerklich langsam und steht auf einmal kopfüber und die ihn drin haben nicht bemerkt, dass sie gedreht haben. Dann sagen sie zwar immer noch oben, aber oben ist dann auf einmal unten sozusagen. Deswegen, so ein Bezugssystem ist nur eine Erfindung. Es ist nur ein Begriff, wie wir uns orientieren. Das heißt, unsere Standardrichtungen, die reichen auf der Erde aus, aber nicht annähernd aus, um aus der Sicht des Weltalls unsere relative Position zu beschreiben, da sich alles verschieden bewegt und so die Relationen komplett vom Betrachter abhängig sind. Beispiel 3, das Weltall. Unsere Position aus Sicht eines weit entfernten Betrachters. Das kann ich natürlich nicht maßstabsgetreu abbilden. Dazu bräuchte ich einen Monitor, der Kilometer lang wäre, oder aber ich müsste es so klein machen, dass ihr nichts mehr seht. Deswegen, wir bestellen uns jetzt einfach vor, der Betrachter, den ich hier zeige, der ist mindestens eine Galaxie entfernt. Das ist eine unvorstellbare Größe. Wir reden hier von hunderte bis tausende Lichtjahren. Manche sind Millionen von Lichtjahren weg. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was für Entfernungen das sind, wenn man bedenkt, dass das Licht 300.000 Kilometer pro Sekunde zurücklegt. Wie viel das ein Jahr ist, kann man ja mal ausrechnen, wenn man möchte. Ist sehr viel. Das wären 300.000 mal 3.600 mal 24 mal 365. Wer Lust hat, darf das gerne mal machen. So, dann wissen wir, wie viele Kilometer das Licht in ein Jahr zurücklegt. Wenn ich jetzt sage, 100 Lichtjahre, das doch nochmal 100. Das sind Entfernungen, die kann man sich einfach nicht vorstellen. Aber egal. Worum es jetzt geht ist, und jetzt müsst ihr wirklich ein bisschen Konzentration aufbringen, falls ihr es nicht schon habt, weil jetzt wird es spooky, und ich möchte euch aber damit sehr gerne zeigen, dass so ein Bezugssystem wirklich relativ ist. Und wir uns eigentlich gar nichts mehr vorstellen können, wenn wir das im großen Rahmen betrachten. Wir fangen erstmal klein an.
Der von einer anderen Galaxie schaut auf die Erde. Und wir denken an die Erdrotation. Die Erde rotiert einmal alle 24 Stunden um sich selbst, das ist, denke ich, bekannt. Deswegen haben wir Tage. Ein externer, unbewegter Betrachter, unser Alien, kann eine stillstehende Person auf der Erde also im Idealfall 12 Stunden lang betrachten. Stimmt auch nicht ganz wegen Erdkrümmung, aber selbst wenn es keine Hindernisse und sonst was gäbe, 12 Stunden. Weil nach 12 Stunden befindet er sich halt, also die Person auf der Erde, außerhalb des Sichtfeldes, weil sie auf der Hälfte ist, die durch die andere Hälfte sozusagen verdeckt wird. Die Person dreht sich mit und wird irgendwann aus der Sicht verschwinden, da sie sich aus der Perspektive des externen Betrachters bewegt hat. Das heißt, die Position hat sich geändert, was ich gerade erklärt habe. Und ja, der Betrachter sieht sie nicht mehr. Gehen wir ein Stück weiter, schauen uns die Erdumlaufbahn an. Die Erde dreht sich innerhalb von 365 Tagen einmal um die Sonne. Das nennen wir dann Jahr. Steht diese zwischen der Erde und dem Betrachter, wird letzterer die Erde nicht mehr sehen können. Ganz logisch eigentlich. Also er sieht es ja zweimal nicht, in Anführungszeichen. Einmal, wenn die Seite, auf der unsere Person auf der Erde steht, ihn abgewandt ist. Und dann nochmal die ganze Zeit, während die Erde hinter der Sonne ist. Dann hat die Erde aber nicht, wie jetzt gerade mal dargestellt, wie es oftmals gemacht wird, eine runde, sondern eine elliptische Erdumlaufbahn. Das ist natürlich auch ein Problem. Warum? Ja, die Keplerschen Gesetze sagen, und das ist natürlich auch korrekt so, die Erde bewegt sich auf der Umlaufbahn langsamer, wenn sie weiter von der Sonne entfernt ist, da die Sonnengravitation schwächer auf diese wirkt. Ist sie jedoch nahe der Sonne, bewegt sich die Erde schneller, da die Sonnengravitation stärker wirkt. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, bei der elliptischen Bewegung, sobald wir uns von der Sonne entfernen, werden wir langsamer, und wenn wir uns der Sonne nähern, beschleunigen wir auf einmal. Das ist schon auch eine Sache, was sehr schwer wird, wenn der Betrachter von außen sagen soll, wo genau befindet sich denn diese Person auf der Erde. Also ich sage das mal als böses Beispiel. Ihr seid angenommen der externe Betrachter und sollt mit einem super guten Laserpointer, dem besten, den es gibt, genau diese Person auf der Erde permanent anvisieren. Schon jetzt habt ihr keinerlei Chance. Weil ihr müsst nicht nur berechnen, okay, wann kommt sie wieder in Sicht, weil die Erde sich dreht, wann ist die Sonne nicht davor, und ihr könnt halt auch nicht so eine einfache Kreisbewegung in Anführungszeichen mitmachen, weil die Erde ist halt verschieden schnell auf ihrer elliptischen Umlaufbahn. Dann haben wir noch das Problem, die Dehnung der elliptischen Erdumlaufbahn. Innerhalb von 100.000 Jahren ändert sich auch die Form der Ellipse, also die ist mal schmaler, mal breiter. Sie vibriert sozusagen unglaublich langsam. Und natürlich, wenn sich der Umfang und die Ausdehnung der Ellipse ändert, ändert sich auch die Geschwindigkeit der Erde. Also die 365 Tage pro Jahr werden gleich bleiben, aber die Erde wird sich dann etwas langsamer bewegen, wenn sie von der Sonne weg ist in dem Beispiel, und etwas schneller, wenn sie ihr nahe ist. Dann haben wir aber noch das Problem, unsere Ellipse, auf der wir uns bewegen, die dehnt sich nicht nur, sondern die rotiert selber auch um die Sonne. Und zwar innerhalb von 120.000 Jahren ändert sich auch die Ausrichtung und Rotation der Erdumlaufbahn. Das heißt, wir haben jedes Mal eine andere Bewegung. Ich meine, das ist ein riesen Maßstab, 120.000 Jahre, aber wir reden hier von astronomischen Größen. Und jetzt müssen wir überlegen, wenn natürlich die Länge größer wird, dann ist es auch nicht so problematisch, wenn die Zeit größer wird. Stellen wir uns das mal simpel vor und sagen, wir bewegen vielleicht ein kleines Modellauto auf dem Schreibtisch. Dann braucht das meinetwegen für einen 2 Meter Schreibtisch, je nachdem, wie schnell es anschieben, sagen wir mal 5 Sekunden als Beispiel. Sagen wir jetzt mal, wir sind super schnell und schaffen, dass es nur noch eine Sekunde braucht, also 5-mal so schnell. Dann ist das natürlich eine deutlich heftigere Sache. Wenn der Schreibtisch aber deutlich länger wird, spielt das dann immer weniger eine Rolle. Von daher, das ist schon eine beeindruckende Sache. Dann haben wir auch noch die Mondgravitation. Denn, wie wir wissen, rotiert er auch um die Erde. Und die Sache ist die Erde zieht zwar den Mond an, aber auch umgekehrt. Und kombiniert man halt die Erdrotation und die Erdumlaufbahn mit der Mondrotation, dann führt dies dazu, dass sich die Erde hin und her wackelnd in einer Wellenform auf dieser bewegt, weil der Mond dauernd ständig an uns ruckelt. Also wir haben auch jetzt nicht nur
eine Ellipse, die sich dauernd ändert, die sich ausdehnt und ihre Aussicht ändert, sondern wir bewegen sie auch noch wackelnd da drauf. Dann haben wir die Planetenumlaufbahn. Das ist ein bisschen größer, wir sehen es beim Sonnensystem. Die Umlaufbahn unserer Planeten des Sonnensystems werden stilisiert oft auf einer Ebene dargestellt. Das ist aber in der Realität einfach nicht der Fall. Sie sind nicht parallel, sondern geneigt zueinander. Es ist also schwer zu sagen, was die korrekte Ebene ist. Wir sagen meist, ja, die Erde, einfach weil wir darauf leben. Ergibt für uns Sinn, aber für einen außenstehenden Betrachter ist das vielleicht gar nicht so sinnvoll. Unser Sonnensystem ist ja eins von vielen und bildet mit den anderen zusammen eine Galaxie, unsere Milchstraße. Und all diese Sonnensysteme rotieren innerhalb von 230 Millionen Jahren einmal um das Galaxiezentrum, unseres davon mit ca. 1 Million Kilometer pro Stunde. Überlegt das mal, 1 Million Kilometer pro Stunde. Das ist Wahnsinn, das ist natürlich noch nicht ganz so schnell wie das Licht, aber trotz allem ziemlich schnell. Dann haben wir die sogenannte Systemebene. Die Systemebene, das ist die Ebene eines Sternsystems, um der sich circa alle Planetenbahnen um diesen Stern bewegen. Das heißt, unser Sonnensystem hat natürlich auch eins. Und das ist verglichen mit der galaktischen Ebene, also der Ebene, wie die Sonnensysteme sich um die galaktische Mitte drehen sozusagen, ist unser Sonnensystem um 60 Grad geneigt. Also wir bewegen uns sozusagen wirklich sehr, sehr, sehr schräg verglichen mit der Galaxieebene. Dann haben wir die Planetenbeeinflussung. Unser Sonnensystem rotiert, wenn wir uns das mal alles zusammennehmen, um das Zentrum der Galaxie in einer 60-Grad-Neigung mit ca. 1 Million Kilometer pro Stunde, während die Erde alle 365 Tage einmal um die Sonne rotiert und dabei auch vom Mond in Schlingern gebracht wird, während sie sich alle 24 Stunden noch einmal mitsamt allem, was sich darauf befindet, also auch uns, auf ihr um sich selbst bewegt. Das ist mal hier so rechts ein bisschen dargestellt. Dann haben wir noch die galaktische Masse. Durch die Masse der anderen Sternsysteme in der Galaxie wird unseres auch angezogen und abgestoßen, sodass wir pro Systemrotation, also pro Einumdrehung unseres Sonnensystems um das Galaxiezentrum, ca. 10-mal über und unter die galaktische Ebene auf- und abtauchen. Fassen wir das mal alles zusammen. Dann haben wir, dass unser Sonnensystem rotiert also um das Zentrum der Galaxie in einer 60-Grad-Neigung mit 1 Million Kilometer pro Stunde, taucht dabei ständig über und unter die galaktische Ebene, während die Erde alle 365 Tage einmal um die Sonne rotiert und dabei auch vom Mond in Schlingern gebracht wird, während sie sich alle 24 Stunden noch einmal mitsamt allen auf ihr und sich selbst bewegt. Und jetzt gehen wir nochmal zu unserem Betrachter von außen, der sich in einer ganz anderen Galaxie befindet. Und jetzt seine Aufgabe, wie gesagt, mit dem Laserpointer, den einen Menschen auf der Erde zu fixieren. Das ist eine ziemlich unmögliche Aufgabe, wenn man überlegt, wie viele Bewegungen und Einflüsse hier herrschen, kann man sich das gar nicht vorstellen. Zu wem bewegt sich das Licht und damit, was der Betrachter sieht, nur mit 300.000 Kilometer pro Sekunde und würde mehrere Millionen Jahre brauchen, bis dies ihn erreicht, beziehungsweise 100 oder 1000 Jahre, je nachdem, wie weit die Galaxie halt entfernt ist. Das bedeutet also auch noch, sein Bild wäre aus längster Vergangenheit und würde nicht mehr aktuelle Positionen widerspiegeln. Überlegt mal, 100 Lichtjahre, das würde heißen, ein Lichtstrahl oder ein Bild, was wir sehen, ist 100 Jahre alt. Und was der Betrachter sieht, ist 100 Jahre alt. Das heißt, er würde, wenn er das jetzt sieht, sagen, okay, vor 100 Jahren war das die Position von dem Kollegen. Und darauf zu kommen, wo denn die jetzige Position ist, wie er uns die ganze Zeit mit diesen ganzen Inertialsystemen, das sind alles für sich Inertialsysteme. Wir auf der Erde bilden mit ihren Inertialsystemen, wir merken die Rotation nicht. Wir umkreisen die Sonne, das merken wir auch nicht. Genauso mit der Galaxie, diese ganzen Bewegungen, die wirken theoretisch auf uns ein, aber wir bemerken sie nicht, weil wir Teil des Systems sind. Das ganze System mit uns drauf bewegt sich so. Ansonsten stellt euch mal vor, wie verrückt das wäre, wenn ihr all das merken würdet. Ihr würdet merken, wie die Erde unter euren Füßen mit euch rotiert und wie der Mond irgendwie ruckelt, wenn er aufgeht, oder dass ihr je nach Jahreszeit eine andere Position habt. Das ist unvorstellbar. Und wie gesagt, da wir in diesem System drin sind, merken wir das alles gar nicht. Aber jemand, der von außen drauf guckt, würde das alles beachten müssen. Mal davon abgesehen,
dass er höchstwahrscheinlich selbst auch in keinem ruhenden System ist, wenn er auf einem anderen Planeten ist, wirkt höchstwahrscheinlich genau das, vielleicht nicht mit der gleichen Stärke, aber mit der genau der ähnlichen Intention. Und das müssen wir aufeinander abstimmen. Da sieht man auch mal, wie schwer es Astrophysiker haben, wenn die irgendwo eine Rakete entschießen wollen, weil das sind alles Dinge, die sie beachten müssen. Okay, verlassen wir damit die wunderbare, verwirrende Welt, die unsere Vorstellungskraft sprengt, der Bezugssysteme und gehen direkt in das nächste Extrema, die Ruheenergie und die physikalischen Zustände. Das hat alles begonnen mit der Relativitätstheorie von Einstein, der das Äquivalenzprinzip zwischen Masse und Energie beschrieben hat. Simpel gesprochen, E ist gleich mc Quadrat, also Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Wobei E genau genommen die Ruheenergie E0 ist, welche in den Teilchen gebunden ist, sodass gesagt werden kann, Ruheenergie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Das Mal wird in der Regel weggelassen. Das muss man ein bisschen wissen, wenn man mit Formeln nicht umgeht. Ich erwähne es jetzt einfach nur mal am Rande für alle, die es eventuell nicht wissen. Das bedeutet aber umgekehrt, jede Masse ist eine Form von Energie und natürlich auch umgekehrt. Beispiel: Massendefekt-Sonnenkernfusion. Kommen wir an das Beispiel jetzt, die ganzen Begriffe, aber das ist das beste und praktischste Beispiel, weil das ist eine ganz interessante Geschichte. Einstein hat das ja rein theoretisch entwickelt und man hat später auch beobachtet halt, dass es einen sogenannten Massendefekt gibt, den wir uns jetzt gleich anschauen werden. Und das war dann automatisch auch so ein bisschen der Beweis der Relativitätstheorie. Das ist ziemlich cool gewesen. Passte wirklich wunderbar zusammen wie zwei Puzzleteile. Fangen wir einfach mal an. Also Kernfusion. Die Sonne wandelt vier Wasserstoffatome zu einem Heliumatom um. Ich muss jetzt leider ein bisschen auf die Chemie reingreifen. Es ist Physik, aber damit ich es darstellen kann, muss ich ein bisschen auf Chemie zurückgreifen. Das hier schreibe ich jetzt mal als Reaktionsformel. Vier Wasserstoff reagiert zu einem Helium. Das ist wie gesagt wie eine Reaktionsgleichung geschrieben. Jeder Chemiker wird mir jetzt eine datteln wollen. Ja, das ist keine Reaktionsgleichung. Hier findet keine reine Energie- oder Stoffumwandlung statt, sondern hier ändern sich wirklich Elemente. Aber zur Darstellung mache ich das einfach mal so. Und wir sehen, das sieht formeltechnisch recht simpel aus. Jedoch energetisch und massentechnisch ist diese simple Formel überhaupt nicht ausreichend, denn sie beachtet Energieumwandlung nicht wirklich. Es muss daher sich genauer mit dem Atomaufbau beschäftigt werden und das will ich jetzt nochmal kurz anreißen, soweit wir es brauchen zumindest. Nach der Formel E ist gleich mc Quadrat ist für die Errechnung der Energie die Lichtgeschwindigkeit, die wir halt mit 300.000 Kilometer pro Sekunde kennen und die als Konstante definiert ist. Sonst kommen wir hier auch nicht weiter. Wir müssen das einfach glauben, aber Messungen bestätigen das. Aber wir brauchen auch die Masse und die können wir aus dem PSE, dem Periodensystem der Elemente, ablesen. Hier mal rechts dargestellt Chlor, wir gehen aber jetzt gleich genauer darauf ein. Das Atomgewicht wird in Gramm pro Mol angegeben, wobei Mol die Anzahl der Einheiten des Elements ist, die reagieren. Das ist experimentell bestimmt worden. Das ist das Prinzip der gleichen Proportion oder der konstanten Proportion, dass immer eine ganz fixe Menge an Elementen mit einer ganz anderen fixen Menge reagiert. Das hat man dann immer ausgetestet und hat die Massen berechnet. Und daher konnte man das dann mathematisch ableiten. Und ja, darauf basiert so ein bisschen die Chemie, die Reaktionsformeln. Wenn man so sieht, das ist immer ein Mol. Außer steht eine Zahl davor, dann sind es halt mehrere Mol. Im Beispiel Chlor ist auf jeden Fall das Atomgewicht 33,451 Gramm pro Mol. Das heißt, pro reaktionäres Element in der Formel reagiert parallel dazu dessen Masse von 35,451 Gramm. Die Jutungszahl, die ist oben links abgebildet normalerweise, gibt die Anzahl der Protonen und Elektronen an. Das muss auch so sein. Protonen sind positiv, Elektronen negativ und Elemente sind per Definition immer neutral geladen. Es kann also nicht anders sein. Aber die Masse der Elektronen, die wird in der Regel vernachlässigt, da die unglaublich gering ist. Und im Beispiel Chlor wären dies 17 Protonen und Elektronen. Heißt, die machen auch 17 Gramm pro Mol der Gesamtmasse aus, weil ein Proton ist halt mit diesen Masse definiert. Protonen und Neutronen haben per Definition dasselbe Gewicht. Darum können wir deren Anzahl aus der Differenz von Atomgewicht minus Ordnungszahl errechnen. Schauen wir uns das mal von der Logik her an. Wir wissen, das Atomgewicht ist 35,451 Gramm. Und wir wissen, das sind
Elektronen mit drin, die wir aber nicht berechnen dürfen. Also können wir sagen, das Atomgewicht setzt sich jetzt nicht mehr zusammen aus Proton, Neutron und Elektron, sondern nur Proton plus Neutron. Wir wissen, dass die Protonen 17 Gramm ausmachen. Das heißt, wenn wir die Differenz bilden von Atomgewicht und den 17 Gramm, kommen wir auf 18,451 Gramm. Und das muss zwingend die Masse der Neutronen sein. Und da Neutronen genauso schwer sind wie Protonen mit 1 Gramm pro Mol, dann haben wir hier 18,451 Neutronen. Erweitern wir nun unsere simple Reaktionsgleichung um die Atommassen, erhalten wir 4 mal Wasserstoff mit einer Atommasse von 1,008 Gramm pro Mol, also es sind ja 4 Mol, reagiert zu 1 mal Helium mit einer Atomgewicht von 4,0026 Gramm pro Mol. Können wir die Massenveränderung Delta M berechnen? Die muss ja logischerweise Masse von Helium minus 4 mal der Masse von Wasserstoff sein, weil wir brauchen 4 Wasserstoff, um ein Helium zu erzeugen. Und setzen wir es jetzt einfach mal ein. Wir haben 1 Mol, ein reaktives Teilchen Helium mit einer Masse von 4,0026 Gramm pro Mol, Entschuldigung, mit einer Molarmasse oder Atommasse, minus 4 mal Mol von Wasserstoff mit jeweils 1,008 Gramm pro Mol. Das heißt, wir haben insgesamt 4,0026 Gramm, die Mols kürzen sich raus, minus 4,032 Gramm. Das heißt, unsere Massenänderung ist minus 0,0294 Gramm. Das ist ein Problem. Ein großes sogar aus physikalischer Sicht, denn es ist auf einmal irgendwie Masse weg, sie ist verloren gegangen. Das geht aber nicht. Es gilt der Massenerhaltungssatz und nach dem kann Masse weder verloren gehen noch entstehen. Das ist so ein bisschen wie der Energieerhaltungssatz. Nur, wo ist die Masse denn dann hin? Wir sagen gerade, die Masse kann nicht verloren gegangen sein. Trotzdem haben wir eindeutig weniger Masse nach der Fusion. Was ist mit der passiert? Die Lösung ist, dass die Masse natürlich nicht wirklich verloren gegangen ist. Sie ist nicht einfach verpufft, sondern sie wurde in etwas ohne Masse umgewandelt. Und zwar in Energie und Elementarteilchen. Das heißt, die Elementarteilchen haben dann natürlich Masse, aber erst einmal geht es um die Energie. Und die wird als Licht und Wärme von der Sonne abgestrahlt und uns in Form von Photonen, Sonnenwinden und IR-Strahlung dann von ihr sozusagen geschickt oder besser gesagt ins Universum geschickt, aber ein Teil davon trifft uns halt. Und das ist der sogenannte Massendefekt. Da wir nun eine Masse haben, können wir die frei gewordene Energie berechnen, welcher der Differenz der Ruheenergie entsprechen muss. Das ist nur rein theoretisch, ich sage am Ende auch warum. Die Maßeinheiten habe ich für die Vereinfachung schon umgerechnet. Ich wollte jetzt hier keine grundlegend physikalische oder chemische Vorlesung machen, deswegen halte ich es mal kurz, aber trotzdem verständlich. Wir müssen auf eine geltende Maßeinheit wie Joule kommen, die ist definiert mit Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde, daher die Einheiten umgerechnet. Wir haben hier also 0,000294 Kilogramm, das ist die Masse, die wir verloren haben, mal 300 Millionen Meter pro Quadratsekunde, das ist die Lichtgeschwindigkeit und die zum Quadrat. Das sind also, jetzt muss ich 10 Millionen Milliarden, 2.646 Milliarden Kilogramm mal Quadratmeter pro Quadratsekunde. Das heißt, das sind dann 2,646 Gigajoule, also eine unglaubliche, unglaubliche Kraft, die sich mit Atomkraftwerken messen kann, die zu über 99,999% als Elementarteilchen, und zwar genau genommen als Positronen und Elektronen, Neutrinos vorliegen und nur 0,0001% wirklich als Energie frei wird. Das heißt also, es ist nicht wirklich ganz so viel Energie frei geworden, trotzdem noch ist es immer noch effizient, auch wenn das nur so ein unglaublich kleiner Prozentsatz ist. Wir bedenken aber, wir haben halt nur ein paar Gramm umgewandelt, ne? Und diese Elementarteilchen haben zwar auch noch Energie in sich, aber die können wir halt nicht so nutzen. Bei den Elementarteilchen will ich jetzt nicht so ganz tief reingehen, das ist doch recht kompliziert, aber nur so von der Grundlogik müssen wir uns mal vorstellen. Wir hatten ja 4 Wasserstoff gehabt, das sind also 4 Protonen und 4 Elektronen. Und die wurden zu Helium mit 2 Protonen, 2 Elektronen und 2 Neutronen. Das heißt, wir haben vorher 4 Protonen und jetzt haben wir 2 Protonen. Die sind ja positiv geladen einfach. Das heißt, wir haben 2
Teilchen mit positiver Ladung sind frei geworden. Das sind die Positronen. Und wenn wir uns die Elektronen anschauen, wir hatten vorher 4 und jetzt haben wir hinterher auch 2 wieder nur. Und das sind Elektroneutrinos. Die haben einfach ein bisschen andere Masse, ein paar andere Eigenschaften, sind aber negativ geladen. Und die werden halt frei und machen dann noch einen Teil der Masse aus, einen großen Teil der Masse, die dann sozusagen in Anführungszeichen verloren gegangen ist aus der chemischen Bindung. Aber trotz allem sind halt auch Bindungen und etc. verloren gegangen. Und das ist halt die Energie, die dann frei wird und die uns als Strahlung in verschiedensten Formen erreicht. Was heißt das? Naja, erstens, da Energie und Masse äquivalent sind, lässt sich jede Masse durch Überschreiten der Ruheenergie zu einer Welle umformen und umgekehrt. Das wurde bereits bewiesen, denn Lichtwellen und Photonen, die haben dasselbe Interferenzmuster gebildet. Also man hat einmal Licht durch einen Doppelspalt geschickt und einmal Photonen und hat geschaut, wie treffen die auf eine dahinter befindliche Platte, und es hat sich ein Wellenmuster ergeben, und zwar in beiden Fällen. Das heißt, Lichtwellen und Photonen mussten dieselbe Sache sein. Auch gab es bereits erfolgreiche Versuche zum Mikroteleport. Bitte nicht verwechseln mit Quantenteleport. Quantenteleport, das ist eine Sache, da kommen wir später zu, wenn wir uns die Theorie von Dr. Luca Du anschauen. Zum Quantenspuk, da brauchen wir das. Das heißt einfach nur, dass ein Quantenteilchen ein anderes beeinflussen kann. Das hat mit einer Bewegung, die Teleport impliziert, nichts zu tun. Wissenschaftler sind nur meistens leider schlecht mit Begriffen. Aber Mikroteleport, da wurden einzelne Atome durch hohe Energie zuvor in eine Welle umgewandelt und an anderer Stelle wieder aufgefangen und wieder zum Atom umgewandelt. Im makroskopischen Bereich ist das natürlich schon mal ein riesiges Problem. Klar, Teleport klingt erstmal total spannend. Die Frage ist natürlich, wie tut man was Komplexes wie in Lebensform wieder richtig zusammensetzen? Aber das ist nur by the way. Zweitens. Die klassische Physik trennt die Welt in feste Materie und Wellen. Ich glaube, das kennt jeder. Wir haben hier unseren Beispiel jetzt bei mir, meinen Tisch hier, meine Arbeitsplatte, die ist fest. Und vom Monitor sehe ich ein Bild, der ist auch fest. Aber das Bild, was mir entgegenkommt, das sind irgendwelche Lichtwellen, die mir halt anzeigen, was hier gerade projiziert wird. Die Präsentation, die ich gerade halte, in meinem Fall. Und die Materie, die ist halt fest. Und ja, das Licht ist eine Welle und damit Energie. Das ist die klassische Physik. Aber de facto, und das zeigt eigentlich das Äquivalenzprinzip, muss Materie jedoch als inaktive, gebundene Form von Energie und Wellen als eine aktive, freie Form von Energie betrachtet werden. Das heißt, und das ist das, was ich hierzu gerne als Schlusswort sagen möchte, was wir vielleicht in unserem allgemeinen Denken ändern müssen. Alles ist eine Form von Energie, nur in verschiedenen Zuständen. Wenn ich genug Energie auf eine Wand ausübe, dann wird diese sich in eine Welle umwandeln und irgendwo wieder materialisieren. Und irgendeine Welle kann man theoretisch auffangen und hat auch eine Masse. Sie wechselt wie das Photon und der Lichtstrahl zwischen Masse und Welle. Beim Photon geht man sogar so weit und sagt, es hat keine Masse, obwohl es irgendwie doch eine hat. Das ist ein bisschen umstritten, aber ansonsten gehen einige Betrachtungen nicht auf. Und wir müssen uns halt überlegen, das ist eine Welt, in der wir mehr oder weniger leben. Also wir trennen alles Materie und Welle, weil wir das so gelernt haben. Das ist auch prinzipiell jetzt für den normalen Betrachter gar kein Problem. Aber in Wahrheit ist alles Energie. Nur, dass die eine Energie frei verfügbar ist und halt gewisse Grenzen überwinden kann. Zum Beispiel kommen halt Schallwellen durch die meiste Materie durch oder eine Gravitation zieht auch durch Materie durch. Ist eigentlich durch Materie selbst sogar verursacht. Das ist ganz spannend. Während eine feste Welle, eine gebundene Welle, Materie bildet. Und nur oder wenn extreme Kräfte auf diese einwirken, dann wird diese Materie wieder auch zur Welle. Da gibt es ganz spannende Sachen zu. Der Vakuumzerfall, das ist schon wieder ein totaler Begriff, der absolut verwirrend klingt, weil Wissenschaftler, wie gesagt, mit Begriffen leider unglaublich schlecht sind, denn mit dem Thema Vakuum in dem Sinne als luftleerer Raum, wie wir es benutzen, hat das mal überhaupt nichts zu tun. Sondern Vakuum ist gemeint als Zustand der niedrigsten Energie. Und der Vakuumzerfall oder Verfall, gibt es verschiedene Varianten, aber Zerfall finde ich persönlich besser, besagt, dass wenn das Universum sich weit genug ausdehnt, reißt es selbst die atomaren Teilchen auseinander und löst dabei diese ganzen Ruheenergien aus, bis nur noch Wellen und Energie übrig ist. Ganz spannend.
und hat aber zur Folge ein Endszenario, was es gibt. Das ist auch eine interessante Idee. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, alles, was wir kennen, hat irgendein Energieniveau. Nennen wir es mal 50% meinetwegen. Wir sehen ja an der Berechnung, dass selbst wenn wir hier auf Elementarteilchen runterbrechen, dass trotzdem noch viel Energie in die gebunden ist, dass noch ein großer Rest Ruheenergie da ist. Aber in diesen Vakuum-Zerfalltheorie geht es darum, dass die Materie in diesem Ruhezustand bleibt von meinetwegen 50%, das ist wie gesagt ein komplett erfundener Wert. Aber wenn genug Energie aufgewendet wird, sozusagen eine Art Aktivierungsenergie überwunden wird, dass diese dann nochmal zerfallen kann in noch kleinere Teilchen, die dann vielleicht nur 10% oder so haben. Das heißt, es geht auf einmal 40% der Ruheenergie, die noch drinne war, wird auf einmal frei, sodass das Ding nur noch 10% der maximalen Energie hat. Und dann geht man weiter davon aus, dass diese Energie eine Art Kettenreaktion auslöst, weil die reichen würde, um andere benachbarte Teilchen ebenfalls zu aktivieren, die Aktivierungsenergie zu überwinden und auch diese von unserem Ruhezustand 50% auf 10% runterzubringen. Und dass sich das immer weiter fortsetzt, wirklich eine Kettenreaktion in dem Sinne auslöst und sich dann eine Art ja, materieller Zerfall wie eine Art Welle im Universum ausbreitet und man hofft, dass die Ausbreitung des Universums dann schneller ist als dieser Zerfall, als diese Welle des Zerfalls. Also ganz, ganz spannende Geschichten gibt es da. Aber das ist jetzt eher wirklich schon komplette Astrophysik. Entschuldigung, ich war nur gerade fasziniert. Verzeiht's mir. Wichtig ist aber für uns als Parapsychologen der Satz, den ich eigentlich hier geformt habe und den ich jetzt versucht habe, da nochmal deutlicher zu machen, dass alles um uns in irgendeiner Form Energie ist. Großteile davon sind halt nicht greifbar, weil sie fest in Materie gebunden sind. Aber als Parapsychologen müssen wir das im Kopf behalten, dass auch eine Materie eine Energie ist und auch Energie abgeben kann unter gewissen Bedingungen. Und dass das vielleicht eine Ursache ist, wie Emotionen gespeichert werden und als Spuk wieder abgegeben werden können, dass also Materie wie eine Batterie, wie ein, ja, ich sag mal, materielles Gedächtnis in Anführungszeichen, funktionieren kann. Einfach so wie ein Datenträger, der halt Sachen speichert und wenn man Energie zuführt, ich stecke den Stick in den PC, der hat Strom, ich auf einmal auf Daten zugreifen kann. In dem Fall ist es halt nur Spuk und wir kennen den Auslöser nicht. Das ist sehr, sehr wichtig für uns zu wissen und sehr, sehr spannend. So, jetzt habe ich euch, glaube ich, in faszinierende Welten entführt und hoffe, ich habe euch nicht ganz mental kaputt gemacht. Ich weiß, das waren jetzt einige sehr, sehr schwere Sachen sogar. Also das, ich habe es jetzt versucht, einfach darzustellen, waren auch schon sehr komplexe Themen, das muss ich fairerweise sagen. Ich danke auf jeden Fall, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Hoffe, es war spannend. Hoffe, ich konnte zumindest einen Großteil gut erklären und rüberbringen. Es ist bei so abstrakten theoretischen Modellen nicht immer ganz einfach und würde mich natürlich gerne über einen Like freuen. Meinungen und Lob sind natürlich auch sehr gern gesehen. Kritik nehme ich auch natürlich auch an. Das ist ja auch okay. Bin auch nur Mensch, mache auch Fehler. Hoffentlich habe ich keinen gemacht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.